Am letzten Checkpoint und also Freunde einladen. Der Schein wird sich freuen. Wieso? Weil gerade das Remaster von Metroid Prime released wurde. Echt? Yep. Da gar nichts von gehört. Ja, ist ja auch Nintendo. Achso, ja, gut. Ja, hätte ja sein können, dass es trotzdem bei Instagram oder Facebook oder so eine Scheiße zeigen. Also wirklich keine komplette Neuauflage, einfach quasi nochmal ein hübsch. Mhm. So wie wir gestern geredet haben, also von Suikoden 5, wie das dann sein sollte. Gut. Achso, ich. Nur, dass das damals schon ziemlich gut aussah. Für die Verhältnisse, für wo es drauf rauskam, definitiv, ja. Konnte ich zwar nicht spielen, aber ich habe schon mal bei Schein zugeguckt. Ich war, glaube ich, sogar schon mal Gastkommentator. Achso. Ich wollte gerade sagen, bereit muss ich drüben. Wäre praktisch, ja. Könnte so was werden. Das Gute ist, ich weiß nicht mehr eine von den Tasten. Wir haben was gemeinsam. Wir schaffen es auch immer regelmäßig so lange Pausen einzubauen, dass wir die Steuerung bis auf die letzte Taste vergessen. Ja, definitiv. Ganz hervorragend. Weiß ich nicht, letzte Session ist bestimmt schon wieder 3 Wochen her. Ja, easy. Oh nein, der Bug geht schon wieder los. Jedes Mal, wenn ich hier beitrete oder eine Videosequenz war, haut er erst mal 50 Mal. Oh, okay, das war ein Special Move. What a waste of perfectly good explosives. Oh. Next time you go and die like that, you better stay dead. Noted. Damn you, Jess. Your horseplay's gonna get me killed one day. Hast schon ein paar Mal öfter einen auf die Nase bekommen, wa? Mhm. So wie die aussieht. You your ass all the way down here. How about you make yourself useful? Okay. Was war das jetzt? Ich habe einfach nur einen Punkt aktiviert. Achso, jetzt kriegen wir wieder die Wurzeln angezeigt. Kann ich mich immer mehr dran erinnern. Ich laufe hier einfach hinterher. Die blauen Funken sehen cool aus, die nach hinten raussprühen. Ja. Gott, wie wechselt man nochmal die... Nein. Ach, da unten. Ah, sehr schön. Wie macht man nochmal die Sniper, Alter? Ja, ach, man muss bestimmt... Nee, das war nicht richtig. Das ist der Flammenwerfer. Das ist der Bogen, okay. Wie hast du das jetzt gemacht? Gar nichts, vielleicht hat der Windzug das Ding. Oder habe ich den Strom mit der Explosion angemacht? Wahrscheinlich schon. Weil die Zielscheibe war vorher noch nicht da. Das war's bestimmt du. Durch meine reine Anwesenheit wird es nicht passiert sein. Oh, jetzt kriegen wir schon das Schild wird erstmal gegen eine Alpha-Wand gelaufen. Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir bestimmt zum ersten Mal auf die Schnauze. Nee. Noch nicht. Wie zur Hölle? Ah. Oh, Kette.
guck mal, ich krieg hier diesmal im Arsch. Ja, kann man mal so machen. Da was geht. Lirr. Ich weiß echt nicht, wie lange ich noch warten soll. Mit was? Ich will unbedingt wieder eine Konsole von Nintendo, aber ich will nicht die Switch. Ja, die. Ja, ich weiß nicht, ich finde das find ich auch wirklich nicht prall. Also ich habe nichts gegen die Switch. Das ist an sich eine super Konsole, aber die hat keine Power. Ach so, deswegen. Ja, ich möchte nichts, dass ich... Möchte nichts, wo ein alter Gamecube mithalten kann, gefühlt. Ist ja eigentlich auch schon, die gibt's ja auch schon ziemlich lange jetzt wieder, ne? Da musst du fast Angst haben, dass du dir die kaufst und dann kommt die nächste raus. Obwohl, es wäre ja auch scheißegal. Wie spielt man ja auch noch, obwohl sie alt ist. Und bevor wieder irgendwer ein Herzkasper kriegt, mir ist durchaus bewusst, dass ein GameCube weit weniger Leistung hat, aber es wäre ganz schön, Spiele mit mehr als 30 Frames zu spielen. Im Jahre 2023. Ja, Mann, Alter. Naja, vielleicht sind die Spiele, die es da gibt, ja sogar gut. Auch wenn sie... Oder ein paar davon. Ja, bin ich jetzt bescheuert? Ich steig mal durch... Ich hab's auch nicht gerafft. Scheinbar kann man mit dem neuen Upgrade jetzt, wenn man zwei so eine Dinger wegmacht, die Scheibe einschlagen. Okay. Es ist... Ah, nee. Nee, Leute, ist ja nicht das erste Mal, dass ihr mich seht, wie ich ratlos hin und her laufe. Oh, bitte. Ich finde das schön, das ist immer... Springen. Immer wieder, als würde man ein neues Spiel spielen. Oh, davon mache ich mir aber noch ein... Was denn? Ich finde die Szenerie ganz schön. Ich wollte nur schnell einen Screenshot machen. Ja, sieht geil aus mit dem Meister, ja. Oh, long. Kontert man nochmal. Ich knie doch mal der. Ah! Mach mal. Nee, mach ich nicht. Okay. Autsch! Nein, geht das schon wieder los. Also die Werwölfe im Maisfeld hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, nicht zwingend, ne? Ist das überhaupt Mais? Das ist ein Maisfeld, ja. Ob noch Mais drin ist, weiß ich allerdings nicht. Oh, Mann, behindertes Stück Scheiße. Boah, der war gut. Der war schön. Achso, ihr kämpft noch. Sag das doch. Ja, ich versuche die mal unter Strom zu setzen und dann zu killen. Weil die dann so eine Batterie fallen lassen oder Stromblob, wie auch immer. Oh nee. Oh. Oh nee. Oh nein. Ja, Mottenmann ist wieder da. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist echt unfassbare Freude. Oh, wow, 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 wow. Ihr seid neu. Wie? Zur Hölle? Oh. Alter! Oh nein, das war Energie, scheiße. Die Hölle weicht für mich nicht gern aus. Yo, 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 ist easy, easy. Easy come und easy go. Ja, ganz easy. Das ist diese verfickte Drecksmotte. Da rum. Oh, au! Yes! Fresse den Affensohn!
ordentlich was los hier, ne? Das ist vor allem, gerade wenn man so lange nichts gemacht hat, gleich sind zwei Hyperficker. Ja, ich bin gerade. Es war nicht so beabsichtigt. Ja, Überladungsmodus, auf geht's. Alter, wenn wir die Motte erstmal weg hätten, dann hätten wir ein paar Gegner weniger. Bei Motte war ich gerade nicht bei Gruppe, bei Motte war ich gerade bei der Motte von Remnant. Ja, die war. Ah, nee, die war wahrscheinlich noch schlimmer. Problem ist. Die ist auch so ein unglaublich bewegliches Dreckschwein hier. Ja, Verpissung, danke. Alter, hier sind auch. Das ist auch so farbig. Man hat richtig Probleme, überhaupt irgendwas durchzusteigen. Ach, da war ja noch was. Man hat ja noch den Dingsbums. Au. Das ist ja quasi wie ein US-amerikanischer Knast. Oh, Mama Mia. Okay, wo ist die Spexie? Yes! Oh nein! Oh ja, oh nein. Wie kann man irgendwie nicht nachpunchen, diese Drecksmotte? Die geht mir voll auf den Sack. Oh. Mach weg da! Wow, ich hab hier schon ein Viertel abgezogen. Die Hälfte! Wow, der hat gesessen. Ich wusste gar nicht, dass sie ab und zu ihre komische Herzkammer aufmacht. Bin ich auch neu? Mal, ich hab der Schrotflinte. Noch lieber wäre mir allerdings, wenn ich mal wieder Stromschlag hätte. Oh! Hervorragend, das wollte ich auch gerade machen. Schön, dass wir den Finish gerade beide gemacht haben. Wow, also das war, hätte ich nicht gedacht, dass wir es so gut wegstecken. Um ganz ehrlich zu sein. Ja, gut. Wir sind nicht tot. Du warst die Steuerung immer noch nicht. Ja. So halb gut. Ich bin immer zufrieden, solange ich nicht ausgesperrt werde. Wait. I wanna go! Ow!
Das war von dir. Ich dachte, der hätte vorher noch irgendwie trockenen Mais geknuspert oder so. Sorry, Chester, force of habit. What did you want to tell us? I assume you know about the bats carrying the blood of the ancient beasts. Yeah. Like the leeches weren't enough. We need a where, Chester. After Tabano's demise, Andalusia invested in a forlorn train manufacturer, Persephone, located in a secluded area in the middle of nowhere. Perfect breeding grounds for her fluffy little biological bombs. She wants to use those trains to infect the whole country. And she's just rich enough to pull it off. All the money transfers, they're coming from a bank in Carmine. That's her headquarters. But my sources tell me she's using those resources to set up her endgame. Which is? Destabilization. Chaos. She's headed for DC. The capital. Jesus, that little brat is ambitious. For a street rat. Tabano picked her ass up out of the gutter, gave her a new name and a new cause, and now she thinks she's queen shit. She's building a fucking army. Why do you even care, Chester? War's good for business, ain't it? She's gone plumb crazy, making it that much harder for all us simple sanguisuge folk. Turning all those blood bags, pulling that stunt on your father. Oh, don't you worry about my father, Chess. Loque de la vida. You want some? You what? Please tell me you didn't use the orchid. It doesn't cure a damn thing. It may keep it down for a little, but it always comes back with a vengeance. Bullshit. I saw it with my own eyes. It works. You saw what you wanted to see. But it's gonna happen. All it takes is a drop of blood. Oh, also wird das quasi schon der Eintritt in Teil 2 am Ende dann. Ja. Da es ganz gut angekommen ist, schätze ich mal, dass das definitiv so sein wird. Also ich würde es mir kaufen. Ich mir auch. Ich würde es mir sogar zum Vollpreis kaufen. Definitiv. Also das hier hat sich ja schon volles Brett gelohnt. Vor allem, das waren 30. Stimmt, ja. Ja, ist total übertrieben billig eigentlich für ein Spiel von der Länge und der Qualität. Fuck. 11,5 Stunden haben wir jetzt raus. Und 8 sollte es dauern, ne? Bloom. Ja. Tell us what happened, son. You know, they were working together to direct Arrhenia and the blood. The blood with the blood was everywhere. Amelia. I couldn't do anything. And I just. You should have seen how his eyes lit up. Like he finally had someone that spoke his language. And for that person to be William Rentier, I mean, that meant the world to him. It's all my fault. I had no proof that the compound worked. And we made some progress and your father felt better, but I gave in to the idea of accomplishment. I wanted it to work. We all did. But I should have known better. And it's my area of expertise. You sure you're up for this? I've been hunting ticks since I was 10. I can track a newborn. That's not what I meant. Ich finde das geil, dass die Vampire Zecken. I've dragged too many people into this already. He's dead. It's time I accept that before anyone else gets hurt.
Where do you want to start? Persephone. Chester said that's where they're breeding the bats. He's there. Ja, wenn es stiegen, muss schon wieder ein Zombie-Army denken. Ja, ich auch. Volles Brett. Oder von der, und dann mit der Wetterfarbe hier, auch an Resident Evil 5. Was du ja nicht kennst. Hm. Ich kenn schon, ich hab's nur nicht gespielt. Ja, ja. Naja. Das Level halt. Also, nicht wahr. Aber davon könnten sie generell mal mehr bringen. Also, hiervon sowieso, aber Resident Evil 5 ist, das spielt ja in Afrika, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zum Teil in Afrika. Ich weiß ja nicht, ob sich das im Laufe noch ändert. Das ist zu lange her. Die ganze Zeit in Afrika und dann am Ende auf dem Ozean. Aber du hast halt kaum Spiele, die da spielen. Nee, das ist wohl wahr. Das ist ja auch für die meisten Leute anscheinend nicht, man muss ja quasi für ein Horrorspiel immer eine dunkle Stadt haben oder so. Sonst geht nicht. Oh! Nein! Kann aber gut kommen. Ja, bitte. Jo, wie wär's mit einer Gatling Gun? Achso, scheiße. Oh. Ach ja, eine Gatling Gun haben wir ja auch. Wie geht denn die an? Unten? Nee. Oh, das war Dynamit. Das war zumindest ein guter Ansatz. Meine Fresse, auf welchem verfickten Knopf ist das denn? Ah. Oben vielleicht? Nee. Unten? Hier ist der Flammenwerfer. Oh, siehst du, haben wir gleich den nächsten Vorteilspunkt. Ja. Ja, kurz Blitz verbessert bekommen. Na dann. Ich hätte gerne einen Vorteilspunkt in, wie schalte ich meine Gatling Gun ein? Mhm. Schocker-Einschlag. Oh, der sieht cool aus. Alle zu Boden. Oh, das sieht cool aus. Mörder. Aber die erste Attacke ist so scheiße, die werde ich doch nie benutzen. Ich gehe für die verbesserte Combo. Ich hatte sogar 2 Punkte, noch besser. Maximale Energie wird erhöht. Die mit ihren verfickten Spinnen immer. Ja, ne? Tja, da ist der Vorteilspunkt auch schon wieder weg. Warte, jetzt muss ich mal ausprobieren, wie man die einschaltet. Ach so, nach rechts? Natürlich. Das ist eine dumme Frage. Aber selbstverständlich. Ah, Geld, ich mag Geld. Christ, what a maze. Nee, so. Maybe I need to get up high somehow. Das Wichtigste auf dieser Welt ist nur mal Geld. That machinery over there might be useful. Ich fand das übrigens gerade sehr sozial, dass es nur ein so ein Werwolf war. Geld. Ich hab doch überhaupt nicht in die Richtung gedrückt. Das Ding weg. Geht doch. Richtig aus. Ja, müssen wir zu zweit hoch. Das darf man so nicht benutzen. Ich bin schon jedes Mal, wenn du zuerst über Absperrung gehst, die ganze Zeit am Leertaste tackern. Ja, ja, das war ich eben auch. Hab eben auch schon gesagt. Bitte nicht stehen bleiben. Oh, Geld. Bingo.
Seht ihr, Leute, das ist das Gute. Wenn es um Stromkästen geht, brauche ich nur dem Brett hinterherlaufen. Ach, falsche Seite, ja. Ja, soweit die Theorie. Hä? Noch nie hangeln? Nee. Ja, und wenn es um den Rest geht. Kannst du wieder nur an den Kopf fassen, weil wir beide nicht wissen, wo wir abgeblieben sind. Komm. Vielleicht muss man hier nochmal rauf? Ja. Ja, okay. Ja, kann man nicht rauf. Hä? War jetzt gerade. Ich dachte, kann man hier vielleicht runter oder so? Nee. Das kannst du auch keinem erzählen, ne? Ja, eigentlich ist das. 3 Sekunden Spiel schon wieder komplett verloren. Eigentlich ist das tatsächlich nicht so. Du hast auch gerade vielversprechend aus, ja, geradeaus runter. Was, du riechst anders? Oh, die da unten riechen anders. Ja. Boah, das auch nicht die schon wieder. Ey! Fickviecher, ey! Oh! Boah, die hasse ich, das sind ja meine Erz-Nemesis hier. Boah, verfickt! Was war jetzt die Taste für den Hyperangriff, der alle trifft? Das heißt Hyperangriff, der komische Stun halt. Hast du das zufällig im Schädel? Nee, sonst würde ich es machen. Ey, diese Viecher. Ach, du hast ja auch. Diese Viecher, die gehen ja so auf den Sack. Ah, die? Ach, die meinst du? Okay. Ja. Das wäre bei mir Y gewesen, was mir nichts gebracht hätte. Ich würde es auch. Das ist mir 2 Sekunden später dann auch bewusst geworden. Ja. Noch alle mal einen Gefallen und fickt euch. Diese Drecksviecher. Ja, Alter, die gehen mir richtig. Die gehen mir so.